Es geht los. Oh, scheiße, ja. Bist du bereit? Okay, kann losgehen. Jetzt geht's vor Gericht. Sprechen wir ein Urteil. Urteil. Los, gehen wir vor Gericht? Ja, gehen wir vor Gericht. Wir sind ein Haufen Arschgeigen, die mit unserem Gelaber den ganzen Flur ausfüllen. Ihr scheiß Anwälte, immer wenn Johnny und ich euch zugucken, sind wir high. Alter, das war pure Magie. Das war echt smooth. Das war richtig smooth. Hat total gerockt. Oh. Hey Johnny, ich muss dir eine tolle Neuigkeit erzählen. Ach ja, was denn? Termilin und ich, wir wollen ein Baby. Ach du Scheiße, du? Ja, wir haben heute darüber geredet. Ey, das ist ja der Wahnsinn, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Warte. Und wie wollt ihr das... Also das ist das Ding. Wir brauchen einen Samenspender. Und ich habe mich gefragt, was denkst du, würde Sam Jones sagen, wenn ich ihn bitte? Du willst Flash Gordon als Vater deines Kindes? Ja, ich meine, denkst du, wäre das irgendwie komisch? Denkst du, er wäre sauer, wenn ich... Nein, ich denke, er würde sich bestimmt geehrt fühlen und dein Baby würde ein verdammter Superheld werden. Ja, zu dem logischen Schluss bin ich auch gekommen. Also, worauf wartest du? Okay, ich schicke ihm eine Mail und frage ihn, ob ich heute noch vorbeikommen kann. Kommst du mit? Logisch. Okay, cool. Shit, ich habe bei dir in der Wohnung nie Empfang. Kann ich deinen Laptop benutzen? Klar, mach ruhig. Okay, danke. Du Scheiße! Oh fuck, was ist passiert? Was hast du? Was ist los? Hier ist alles voller Pornos! Was treibst du da? Das ist mein privater Scheiß! Was heißt hier privater Scheiß? Johnny, hier ist alles offen, das sind tausende Files! Ja, ich weiß, ich wollte schon längst ein paar löschen. Ich fass es nicht, die sind sogar kategorisiert. Arschlecken im Uhrzeigersinn, Arschlecken gegen den Uhrzeigersinn. Immer nur in eine Richtung, ist auf Dauer voll öde. Du krankes Schwein, und was ist das hier, Tussis mit Schwänzen? Oh mein Gott, ich hab ne Krankheit, stimmt's, ich brauche Hilfe! Es gibt keine Tussis mit Schwänzen, nur Kerle mit Titten! Das ist so eine Erleichterung! Ich bin so froh, dass ich erwischt wurde. Ich wollte erwischt werden. Johnny, jetzt hör mir gut zu. Das ist ein Weckruf, okay? Du musst wieder unter Leute und jemanden kennenlernen. Das hier gerät völlig außer Kontrolle. Okay, versprochen. Aber jetzt guck dir den Scheiß nicht mehr an. Johnny, ich mein's ernst. Die nächste, die dir über den Weg läuft, legst du flach. Ist schon so gut wie erledigt. Okay, jetzt müssen wir den loswerden. Wieso? Wir können doch einfach die Dateien löschen. Nein. Die Scheiße kannst du immer wieder herstellen. Wir zertrümmern ihn mit einem Hammer. So, bist du zufrieden? Nein, die Schaltkreise könnte man immer noch rekonstruieren. Wir müssen ihn im Hafen versenken.